Wusstet ihr, dass es eine Standard-CFD-Finanzbörse gibt? Ich wusste das nicht. Ich bin der Callcenter-Crasher. Heute ruft mich also diese ominöse Börse an. Das wäre, als wenn mich ein Standard-Automobilhersteller kontaktieren würde. So viele Autohersteller es gibt, so viele Finanzbörsen gibt es. Einen Standard gibt es da nicht. Lassen wir uns doch mal überraschen, wie die sich verkaufen wollen. Erst kommt das Intro und dann kann es losgehen. Hallo? Einen schönen guten Tag, ja, Sie bin Eicham. Ja? Am Apparat ist Manuel Baumann, Ihre Kontomanager bitte. Und wie ich weiß, Sie interessieren sich am Finanzmarkt, ja? Mein Kontomanager? Ja. Ich kenne Sie doch nicht. Wieso sollen Sie dann mein Kontomanager sein? Sie haben schon auf Plattform DVCFD Finanzbörse registriert, ja? Wo bitte? DVCFD Finanzbörse haben Sie schon registriert, ja? CFD Finanzbörse? Ja. Das ist Ihre Firma? Ja, das ist in Form, aber haben Sie registriert oder nicht? Ja, ich weiß ja gar nicht, ich kenne diese Firma noch gar nicht. Haben Sie eine Internetseite, dass ich mal gucken kann, wer Ihre Firma ist? Wie sagten Sie, CFD Finanzbörse? Ja. Also, gehe ich mal ins Das ist Ihr Internet. eigenes Konto und ich bitte Sie, Ihr Konto Augenblick, richtig Augenblick, aktivieren. Augenblick. Also, Sie haben Ja. gesagt, also www. Wie geht's weiter? CFD? Nein. DVCFD Finanzbörse. Ja, dann buchstabieren Sie es Aber bitte mal. TV, T, Devin, Dora, Was bitte? Sie sprechen sehr Devi, Devika. undeutlich. T wie Theodor oder C wie Cäsar oder wie? Nein, nein, nein. TV und heißt Bitte das. was? Ich Dann kommt verstehe der es. FD und dann Finanzbörse, bitte. Buchstabieren Sie es bitte nach ganz deutlich. Ich verstehe Sie schlecht. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Ach so, Devi, Dora, Ja. Erievita. E wie Erika. Ja. Ja, dann kommt V, V wie Viktor. F, V, nein, V, F. Falsch. Also Dora Emil Friedrich. Friedrich, ja. Ja. August. Ja. Ulrike. Ja. Dann Lottmann. Ja. Dann kommt Theodor. Ja. Dann kommt mit großen Buchstaben C, Das spielt wie keine Zähler. Rolle, große oder kleine Buchstaben bei einer Internet-Webadresse. Ja. Dann mit großen Buchstaben C. Es spielt keine Rolle, ob große oder kleine Buchstaben bei einer Internetadresse. Erste ist mit Anfang mit großen Bitte Buchstaben, dann was? kommt kleinen Buchstaben und Hallo, das ist verstehen Sie das, was ich große sage? Buchstaben. Verstehen Sie das, Ja. was ich sage? Bei einer Internetadresse ist die Größe der Buchstaben egal. Ja, das ist ganz egal, bitte. Ja, Das ist also. Internetadresse, kein Problem. Bitte was? Wie möchten Sie so schreiben, bitte? Ja, also ich habe jetzt geschrieben. Dora, Emil, Friedrich, Anton, Ulrich, Ludwig, Theodor. Und weiter? Ja, und weiter. Und große Buchstaben, C wie Cäsar. Große Buchstaben ist doch kein Problem. Ach, Sie verstehen das gar nicht. Okay. C wie Cäsar. Ja, dann kommt F, Theodor. Was? F oder T? Friedrich, ja. Sie können nicht gut. Können Sie überhaupt lesen? Dann kommt Deutschland, D, Deutschland. Ja. Und Finanz Buchstabieren Sie OLC. bitte weiter. Ja, okay. Dann kommt mit großen Buchstaben auch Das spielt, Finanz. ich sag's jetzt nochmal, das spielt keine Rolle, ob große oder kleine Buchstaben. Also, ich bin jetzt bei Okay, gar kein CFD. Weiter?
CFD weiterkommt, Finanz. Also F wie Finanz. Friedrich. Friedrich, I wie Evita. I wie Evita. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. Dann kommt noch N wie Nordpol. Ja. C wie zum Beispiel. Ja, zum Beispiel wird ein Z geschrieben, nicht mit einem C. Ja, Z. Mit Z. Und dann kommt Beispiel B. Bitte was? B. P wie B Paula. Wie Nein, B, B bitte. Ja, wie was denn? Welcher Buchstabe ist das? B. B wie. Also, ja. Finanz, C, B und dann? O wie Otto. Ja. E wie Evita. Wie was? E wie Evita. Emil heißt es in Deutschland. E wie Evita, dann kommt E wie Richard. Ja. Dann kommt S, also suchen. Ja. Dann kommt E wie Evita, yes, auch. Ja. Und dann? Okay, ist das schon. Nee, da muss ja noch was kommen. Das ist ja eine Webseite, das heißt, muss eine Top-Level-Domain. .de, ja, .com. .com braucht nicht, bitte. Nee, doch muss. Bei einer Webseite braucht es ein Top-Level-Domain. .de, ja, .com. Haben Sie diese? Was habe ich? Interessieren Sie sich oder nicht, bitte, am Finanzmarkt? Bitte was? Ich verstehe Sie nicht. Sie? Ja, ich möchte ja gerade auf Ihre Webseite gehen, aber Sie können die ja noch nicht mal buchstabieren. Wie lautet Ihre Webseite? Dazu braucht es eine Webseitenendung. .de, .com, .io, doch. Überall eine Website, das ist offizielle Seite, bitte. Ja, aber da braucht es eine Endung zu. Ja, bitte. Aber ich ja, ist nicht. Interessieren Sie sich oder nicht? Ja, natürlich, aber ich möchte ja noch mal, sagen Sie mal, verstehen Sie meine Sprache nicht? Sie verstehen meine Sprache gar nicht, oder? Ja, ich verstehe ganz gut. Nee, verstehen Sie nicht? Sie wissen, Ihre Webseite, da muss doch da muss am Ende eine Top-Level-Domain sein. Sie wissen, was eine Top-Level-Domain ist? Also nicht. Wissen Sie also nicht. Ja, aber ich erkläre Sie bitte. Wenn, schicken Sie mir doch einfach... Finanzmarkt. Schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail. Mein Warum Gott. Schreien Sie bitte? Weil Sie einfach dummes Sie Zeug fragen, reden. Sie fragen mir selbst. Ja, ich frage Sie Sachen, genau. Ich interessiere mich für den Finanzmarkt. Reden Sie nicht dauernd dazwischen, ich war am Reden. Unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Gar nicht. Ich bitte Sie nur, Ihre Konto richtig zu aktivieren, nicht mehr, bitte. Ja, dazu muss ich ja wissen, wo. Schicken Sie mir eine E-Mail. Ich kann nicht Ihre E-Mail senden. Ihre persönliche Link und dann können wir Ihre... Schicken Sie mir eine E-Mail. Beginnen. Ich warte jetzt auf die E-Mail. Okay, überprüfe Ihre E-Mail, okay? Ja, gut, wo? Richard.siebenreicher@mailbox. Und weiter? .org. Ja, richtig. Ja. Haben Sie die schon geschickt? Okay. Sehr gut. Haben Sie die schon geschickt? Und nein, mal nicht, bitte. Ich brauche eine bestimmte Antwort. Ich sende Ihre E-Mail auf Ihre E-Mail, Ihre persönliche Link. Was reden Sie da eigentlich? Nein. Sie verstehen gar nicht. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, bitte, aber ich sage Gut. Sie, ich erkläre Sie das. Ich sende per Ihre E-Mail Ihre persönliche Link, wo können Sie einfach Ihr Konto richtig registrieren und richtig aktivieren. Verstehen Sie das?
Ja, dazu brauche ich erstmal die Ja, E-Mail. sehr gut. Ich habe eine Frage, bitte. Was sind Sie vom Beruf? Das geht Sie doch gar nichts an. Was Was sind Sie denn vom machen Beruf? Sie vom Beruf? Was sind Sie denn vom Beruf? Das ist mein Job, bitte. Das ist mein Erzählen Sie, Protokoll. und mein Job Ich geht Sie gar nichts an. frage Sie. Ich muss einfach Ihre Warum? Frage stellen, bitte. Warum müssen Sie diese Frage stellen? Das ist mein Job, bitte. Das ist Ja, Protokollleiter. warum müssen Sie die Frage stellen? Mein Job ist es, diese Frage nicht zu beantworten, sagen wir es so. Ja, Warum eben. wollen Sie wissen, was ich vom Beruf bin? Warum? Bitte, ich bitte Sie, Ihr Konto richtig Ja, aktivieren. dazu Nicht brauche ich mehr. ja, da Sie brauche haben, ich, Sie interessieren sich dazu dafür, brauche ich ja? ja die E-Mail. Sie sollen mir die E-Mail Okay, schreiben. bis dann, ciao. Tschüss, Betrüger. Ja, bitte. Hallo, Hallo, was heißt ja? Steffen. Ja, wer ist da bitte? Mein Name ist Jan Häusler. Ich rufe Sie an, weil Sie sich angemeldet haben. Sie haben das Interesse für ein automatisches Handelssystem gezeigt. Es handelt sich um Trading. Stimmt das? Das weiß ich nicht, um was es sich handelt bei Ihnen. Sie haben ja noch gar nicht gesagt, von welcher Firma Sie sind. Alaris Finance. Aha. Also, gut, haben Sie Interesse noch? Ja, Also, gut. ich sehe hier, weil Sie sind bei uns schon angemeldet, Ihr Account ist verifiziert. Und dann können wir weitermachen. Ja, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen, was über was Ihre Firma anbietet. Sehr gut, dann mache ich es. Also, was wir bieten. Wir bieten unsere Kunden zwei Hauptvorteile, denen helfen, so schnell wie möglich ein Zwei professioneller Investor zu werden. Hauptvorteile oder was? Ich verstehe es leider nicht. Hauptvorteile. Was sind denn Hauptvorteile? Also, wir haben zwei Vorteile, ja? Ja, zwei Vorteile. Gut. Genau. Also, Können Sie erster Vorteil. bitte die Musik ein bisschen ausmachen? Das stört. Das leider kann ich das nicht meinen. Warum nicht? Ist doch ganz einfach. Musik, Lautstärke runterdrehen. Warum haben Ja, Sie überhaupt... wir sind jetzt im Office, Ja, eben. Und deswegen. Sie sind auf der Arbeit. Da hört man doch eigentlich keine Musik, wenn man Kundentelefonate hat, Doch, oder? mit wir arbeiten mit Musik. Ja, warum? Mit Musik ist besser. Nee, ist schlechter für Kundschaft. Ist schlechter. Echt jetzt? Genau. Also bitte ausmachen. Nein, Musik kann ich leider nicht ausmachen. Warum können Sie die Musik nicht ausmachen? Ich habe gedacht, das ist nicht meine Arbeit. Ich arbeite mit Musik. Für Musik gibt es einen anderen Mensch. Was? Ja, aber Ja. es ist jedenfalls sehr schlecht, wenn Sie mit Kunden irgendetwas anbieten wollen, wenn die Musik so laut ist. Also bis jetzt war noch kein Problem. Erste Menschen sind Sie, Ja, was gut, dann bin Problem ich mit halt der Musik hat. Erste. Dann bin ich halt der mehr. Dann soll derjenige bitte die Musik ausmachen, der Sie da angemacht hat. Das mache ich nicht. Das machen Sie Das nicht. kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Okay. Also schon mal ein negativer Punkt. So, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Also, der erste Vorteil, also wir versprechen zwischen 13 und 25% Gewinn pro Monat, kann auch viel mehr. Und wir arbeiten natürlich nicht kostenlos, wir haben eine Provision und diese Provision ist nur 10% von Ihrem reinen Gewinn. 10% ist viel. Ist viel. Ja. Ja, dann können Sie mit anderer Firma das machen. Ja, Also das. wir nehmen nicht von Ihres Geld. Wir nehmen nur von Ihrem reinen Gewinn, also Ja, und von Gewinn. was bieten Sie für diese 10% an Leistung? Also, der erste Vorteil ist KI-System. Was KI-System ist ein. ein KI? Was ist ein KI-System? Ja, können Sie mir bitte lassen, erklären Ja, und dann. Sie sprechen leider so schlecht Deutsch, dass ich kaum verstehe, was Sie sagen. Versuchen Sie doch mal bitte KI-System. auf Deutsch. Ja, es handelt sich um ein von künstlicher Intelligenz betriebenes System, das alles Möglichkeiten in der Website berechnet, Finanzmarkt und trifft am Transaktionstag die besten Entscheidungen für Sie, ja? Kurz gesagt,
zu Menschen, wer versteht nichts. Es ist ein Roboter, der für sie handelt und für sie investiert. Das geht doch ja? Also auch in Deutsch. Bitte? Ja, erzähl sie mal weiter. Also, schönes Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss, Betrüger. Ja, bitte? Hallo? Hallo. Kaschmaja Aleke. Der dumme Betrüger mal wieder. Naja, du kannst mal einlegen. Nee. Mit meinem Schwanz. Ciao. Was denn, dein Schwanz? Der ist doch so klein. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Michael Novak. Ich rufe Sie wegen Ihrer Meldung. Sie haben Interesse an Finanzmarkt und Online-Geld zu verdienen. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Super. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager. Ich möchte Ihnen die Informationen mitteilen, genau welche Dienstleistungen Sie von uns erhalten können und mit der Aktivierung Ihr Handelskonto helfen. Gut? Ja, dann erzählen Sie mal. Ja. Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich soll Sie wegen der Regeln fragen. Wie alt sind Sie? Ich bin schon volljährig, ja. Okay, gut. Sagen Sie mal bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? In welchem Bereich? Im Bereich volljährig sein? Ich meine zum Beispiel mit Trading, Investment. Nee, ich habe mir nur etwas Wissen angelesen. Gut, das ist gut. Wir sind mehr als 10 Jahre auf dem Finanzmarkt berufstätig. Sie erhalten von uns ein automatisches. Bitte? Wer ist denn wir? Was meinen Sie? Ich weiß nicht, Sie sagten, wir sind schon 10 Jahre. Wer ist denn wir? Unsere Firma. Ja, und wie heißt Ihre Firma? Das haben Sie noch nie gesagt. Jetax Trade Projekt. Ach so, ja, das haben Sie doch gar nicht gesagt. Ah, verstehe. Ja, ich verstehe das Projekt Jetax Trade, ja, und wir sind mehr als 10 Jahre auf dem Finanzmarkt berufstätig. Sie erhalten von uns ein automatisches System, das ist ein Roboter, der für Sie die Deals automatisch öffnen und schließen wird. Und aber damit das System so richtig funktioniert, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe, einen Finanzberater. Ja, ein Roboter? Was ist das für ein Roboter? Ja, das ist künstliche Intelligenz. Ja, also ein Algorithmus? Ja. Nutzen Sie da den Spanning Tree als Algorithmus? Ja. Sie nutzen jetzt damit das System so richtig funktioniert, Sie erhalten fachliche Hilfe, einen Finanzanalytiker, ja, und nach der Aktivierung Ihr Handelskonto vereinbaren mit einem Termin mit Ihrem Finanzanalytiker, der Ihnen hilft, das Robosystem auf Ihr Handy oder Computer zu installieren und Ihnen zeigt, wie es funktioniert. Ja, okay. Und was kann ich bei Ihrer Firma jetzt verdienen, wenn ich handle? Ihr Geld investiert wie Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und so weiter. Ja, schöne Antwort, ja. Aber ich habe gefragt, was ich bei Ihrer Firma verdienen kann, wenn ich Geld investiere. Sie sollen auch verstehen, dass wir ganz darauf interessiert sind, was sind Sie bitte? Dass Sie so viel wie möglich bei uns verdienen können, weil wir genau 5% Provision von Ihrem Gewinn bekommen. Ja, und meine Frage ja, wie hoch fällt der Gewinn denn aus? Was kann ich bei Ihrer Firma verdienen? Das habe ich gefragt. Ihr Gewinn, Ihr Beispiel, Sie starten mit
250 Euro. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihr Handelskonto mit diesem Betrag aktivieren, dann bis Ende des Monats können Sie diese 800, 1.000 Euro entwickeln. 801.000 Euro? 800 bis 1.000 Euro. Das ist Ihr Gewinn, Ihr Profit pro Monat. Das hört sich doch gut an. Gut, dann machen wir das ja. Doch. Okay. Wohin möchten Sie Ihr Gewinn erhalten? Auf eine Kreditkarte oder auf ein Bankkonto? Auf ein Bankkonto. Besser auf Bankkonto. Gut. Sie können auch mit 250 Euro, 500, 1.000 Euro einsteigen. Ja, und auch mit welcher Summe? Sie wollen Ihr Handelskonto aktivieren? Ach so, 500 dachte ich eigentlich. Gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Online-Banking? Ja. Gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nein. Okay. Ich schicke Ihnen Bankdaten und Sie muss machen einen Betrag. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie, wenn Sie Ihr Handelskonto heute aktivieren, einen Bonus von 100 Euro erhalten. Ein Bonus von 100 Euro? Ja. Ja, prima. Dann fangen wir doch direkt an. Ja, und Sie starten mit 600 Euro. Ja, soweit konnte ich rechnen, ja. Gut. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Das hatte ich Ihnen doch schon gesagt. Ich bin schon volljährig. Ich darf schon Geschäfte machen. Okay. Ihre E-Mail-Adresse steffen-siegelbürger@web.de, ja. Gut. Ich schicke Ihnen jetzt Bankdaten. Ja, ich warte. Haben Sie schon geschickt? Moment, bitte. Ja, ich habe schon geschickt. Ich schau mal. Noch ist nichts da. Jetzt ist was angekommen. So. Ja, Sie bekommen meinen Brief? Ja, ist bekommen. Ich sehe, Sie haben eine litauische Bank. In welchem Land sind Sie denn? Wir sind in Deutschland. Sie sind in Deutschland? Das ist Bankpartner. Ja. Sie sind in Deutschland? Sie haben das ist litauische Bank. Ja, ja, das aber ist eine litauische Bank. Sie haben keine Telefonnummer aus Deutschland. Wo sitzen Sie denn in Deutschland? Berlin, Hauptstadt. Und verstehen Sie, ich rufe an aus Computer. Sie rufen aus einem und, Computer? Und wir zusammen arbeiten mit vielen Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich. Haben Sie dann mal die Adresse Ihrer Firma in Berlin? Ja. Ich kann schicke Ihnen alle Informationen und ich muss schicke Ihnen Zugangsdaten und dort Sie können gesehen Ihr Gewinn, Ihr Profit, ja, und Ihr Betrag. Ja. Ja, jetzt muss ich Ihnen helfen, eine Zahlung von 500 Euro zu machen. Wie wollen nachdem Sie diesen Betrag helfen? In Ihrem Handelskonto. Ich meine, alles zu erklären, ja. Und ich werde Ihnen auch die Zugangsdaten für die Handelsplattform zukommen lassen.
Ja, zuerst interessiert mich aber mal, wo Sie in Berlin genau sind, die Adresse. Die möchte ich gerne noch haben. Die können Sie jetzt ja schon mal losschicken. Okay, ich schicke Ihnen jetzt. Haben Sie schon geschickt? Moment, bitte. Ja, ich schicke Ihnen. Noch ist nichts da. Die Franklinstraße in Berlin, das ist doch in der Nähe, Ja. das ist doch in der Nähe von der Charité, ne? Ja. Oh, das ist klasse. Ich muss morgen sowieso zur Charité. Das ist ja klasse. Da kann ich ja dann morgen mit Sicherheit den Überweisungsbeleg vorbeibringen bei Ihrer Firma. Wir arbeiten noch online. Ja, gut, aber Sie haben ja Ihre Firma dort in der Franklinstraße 14. Dann kann ich Sie auch Ja. direkt vorbeibringen. Wird ja sicherlich irgendjemand im Büro sein, ne? Verstehen Sie, wir arbeiten mit Kunden nur online. Ja, das ist ja kein Problem, aber Ihre Firma sitzt ja in der Franklinstraße 14. Da kann ich doch vorbeikommen. Ja, stimmt. Ja, dann kann ich doch vorbeikommen und den Überweisungsbeleg Ihnen direkt reingeben ins Büro. Ist doch kein Problem. Sie sind ja dann da in der Franklinstraße 14. Sie können gefahren. Ja, ich bin morgen in Berlin. Kein Problem. Ja, genau. Dann komme ich morgen vorbei und bringe das vorbei. Kein Problem. Um wie spät Sie können gefahren? Ja, ich werde wahrscheinlich morgen am Vormittag da sein. Okay, und können mir bitte sagen, wann ich Sie zurückrufen soll? Wieso zurückrufen? Ich komme doch morgen vorbei. Ja. Wieso wollen Sie mich dann anrufen? Verstehe ich nicht. Warum wollen Sie mich anrufen? Ich komme doch morgen zu Ihrer Firma. Ich muss Sie kennenlernen, ja, ich Ja muss eben, Sie treffen. deswegen komme ich ja Sie vorbei. Deswegen komme ich ja morgen wollen vorbei. gefahren, stimmt das? Bitte was? Sie können gefahren Was aus gefahren? Büro. Ich komme morgen nach Berlin, richtig. Und Super. dann können Sie mich kennenlernen, richtig. Da können Sie mich sowas von kennenlernen. Genau. Ja. Gut. So, ab wann sind Sie im Büro? Können Sie mir bitte sagen, Ja, ab wann sind Sie denn im Büro? wann können Sie die Überweisung tätigen? Ja, ich bring's doch morgen vorbei direkt. Warum wollen Sie nicht machen nochmal Banküberweisung? Ja, weil ich doch sowieso morgen nach Berlin komme. Das ist doch viel einfacher. Haben Sie ein Auto? Natürlich, nach Berlin laufen geht nicht. Natürlich habe ich ein Auto. Welche Marke? Spielt das eine Rolle? Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche Cayenne. Mazda, Porsche Cayenne. Ja. Welche Farbe nutzt Ihr Auto? Das ist wichtig für Sie, welche Farbe ich habe in meinem Auto. Was ist daran Ich wichtig? muss gehen unten. Ich muss gehen unten nach der Straße Ja, deswegen habe ich ja und gefragt. kennenlernen Deswegen habe und ich ja Ihnen. gefragt. Deswegen habe ich ja gefragt, wann Sie im Büro sind. Ja, natürlich, ich schicke Ihnen Adresse.
Ne, die habe ich Sie doch schon. können gefahren, kein Problem. Die habe ich doch schon, die Adresse. Aber ich sehe gerade, Ihre Firma wird da ja gar nicht aufgeführt. Warum ist sie, wird ja. Ihre Firma nicht da aufgeführt? Im Adressregister? Ja. Ja, das war eine Frage. Warum wird Ihre Firma nicht dort im Adressregister aufgeführt? Vielleicht haben Sie eine Fälle. Nee, ich habe alles bekommen. Und Jetax Trade Pro wird nicht bei Ihnen auf der Adresse aufgeführt. Oh, da werde ich aber skeptisch. Aber Sie sind doch eine deutsche Firma, ne? Ein Finanzdienstleister, ja. Richtig? Ja, ne? Richtig. Gut. Und wo werden Sie dann reguliert? In Deutschland. Ja, und von welcher Behörde? Aus Frau Melke auch. Bitte was? Ich höre Sie schlecht, bitte noch einmal. Oh, die ganze Zeit haben Sie mich doch gut gehört. Welche Behörde reguliert Sie denn? Wo sind Sie registriert? Ich muss warten morgen, oder nicht? Hallo, ich möchte erstmal wissen, welche Behörde Sie reguliert. Das möchte ich erstmal wissen. Hallo. Morgen Sie gefahren im Büro, oder ich nicht? Ich fahre erst los. Ich höre Sie schlecht. Ja, auf einmal hören Sie mich schlecht. Ja, ist klar. Ich höre Sie hervorragend. Sie haben keine Aussetzer. Jetzt nochmal die Frage. Welche Behörde reguliert Sie? BaFin? Ja. Okay, dann geben Sie mir mal die Nummer, unter der Sie bei der BaFin reguliert werden. Geben Sie mir mal die Nummer. Das war zu viel. Ach, wie schade. Dabei hatte ich mich so auf einen Ausflug nach Berlin gefreut, um meinem Porsche mal etwas Auslauf zu gönnen. Mal ehrlich, was ich nie verstehen werde, dass Betrüger nach solchen Gesprächsverlaufen echt doch am Telefon bleiben und dummes Zeug sammeln, obwohl selbst der dümmste Scammer begriffen haben dürfte, dass man mich nicht zu einer Einzahlung bewegen kann. Dass die häufig Argumentation nicht verstehen wollen, ist mir klar, aber dass die mutwillig für Content auf YouTube sorgen, wundert mich doch ein wenig. Für heute habe ich mich jedenfalls genug gewundert und danke euch fürs Dabeisein. Bis zum Mittwoch verabschiede ich mich, bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.